Welcome back to the special world of Super Mario World. Ich habe ein neues Flüssigwaschmittel. Das riecht super geil. Ich habe das gedacht, weil es ist doch immer so, wenn man irgendwie mal irgendwo einen Pulli vergessen hat oder jemanden den geliehen hat und der hat den gewaschen, dann riecht er ja hinterher immer anders. Und dann heißt es immer, ja, das ist halt das verschiedene Waschmittel. Jetzt mal abgesehen davon, dass es gar nicht so viele Waschmittel gibt, wenn ich mal ein anderes Waschmittel kaufe, riecht meine Wäsche auch nicht anders. Nimmst du Weichspüler? Nein. Daran vielleicht daran nicht. Ich glaub, der Weichspüler ist scheiße. Weichspüler ist überhaupt nicht scheiße. Doch, das. Nein. 80% aller Allergien und Weltkriege sind durch Weichspüler entstanden. Ich habe keine Allergien. Außer gegen Schimmelpilz. Und die man verträgt keiner so richtig gut. Weichspüler sind schlecht. Die geht auch dann irgendwie alles in die Erde und das Wasser und alles stirbt. Weichspüler sind Werk des Teufels. Schlecht für die Wäsche, schlecht für den Körper, schlecht für die Umwelt. Ich finde dich ein bisschen harsch. War leider geil. Das hat da passt ich schon mal. Noch so ein Ärgernis. Ja, das passt wirklich. Ist nämlich echt geil. Schieß doch. Ist noch so ein Ärgernis, dass leider 49%. Oh, hast du das gesehen? Ja. Warum bin ich denn jetzt so runtergefallen? Halleluja. Ich habe aufgehört zu. Ja. Bla, okay. Das ist knapp bemessen hier. Was wolltest du gerade sagen? Das war viel zu wenig, 45. 95% aller Leute, die leider geil in irgendeinem Zusammenhang benutzen, verstehen überhaupt nicht, worum es geht in dem Lied und was leider geil eigentlich heißt. Weil die sagen einfach zu Dingen, die sie geil finden, leider geil. Ja. Und zwar die einfach... Und die in irgendeiner Art und Weise streitbar sind. Ja. Das ist richtig, richtig schlimm. Ja, das ist so ein bisschen... Irgendwie sowas wie, ach weiß ich nicht. Ja, das ist wie. Ach, ich weiß nicht, mir fällt es. Mir fällt kein Vergleich ein. Nee. Ähnlich fürchterlich, ja. Alter, du Teufelskerl! Ich bin Bruce. Allmächtig? Nein! Der da drin. Ich weiß! Auch gut! Ja! Meinst du, ich brauch. Na. Hast du noch einen? Ich hab angehalten. Ja, brauchst du. Brauchst du. Der da. Der ist es. Nein. Brauchst du. Brauchst keinen mehr. Wir schaffen's. Ist das gut. Turbolar. Ich hab sogar noch ein Dings bekommen. Ja, und Turbolar ist vernichtet. Das war das zweite von 8 Level. Ja, aber das wird nicht mehr so scheike. Scheiße. Schalke. Es wird nicht mehr so schalke. Scheiße 04, sagen ja manche. Way das, cool kommt jetzt. Das da oben. Du bist. Du musst drücken. Das da oben ist ja wie... Ja, das ist das Super Nintendo-Zeit. Ja. Oh nein, ich bin in Turbolar gegangen! Du kannst Start Select drücken. Oh, ich will nie wieder nach Turbolar. Was hast du gerade gesagt? Manche Leute benutzen... Schalke, es ging um Schalke. Ja, genau. Synonymhaft. Schalke und Scheiße. Was ist das denn? Ja, aber das ist ja Quatsch, weil ich bin zwar jetzt kein großer Freund von Schalke 04, muss ich sagen. Aber, oh, das war, nee, das war gut, aber es war trotzdem gefährlich. Was ist denn da los? Denn wenn man sich mal den Verein Schalke 04 als Verein anschaut, ist das ein sehr anständiger, ach, hör auf, gute Tradition, Gazprom, eher links als rechts, tolle Fans. Oh nein. Also ich finde den Verein, ich habe noch nie, ich fand die immer langweilig, gerade als Kind, blau, scheiß Wappen, alles blöd, aber... Gott, ich Idiot. Oh, bist du gut. Aber ich muss sagen, wer Schalke toll findet... On! Danke. Ja. Das ist auch nicht ganz verkehrt. Also ich kann durchaus sympathisieren da mit den Jungs. Das war sehr gut, du hast dir einen riesen Umweg erspart. Aber dafür kommst du jetzt in die Todeszentrale. Spring! Spring! Lass mich doch in Ruhe! Mann! Ist das gleich mal zu Ende? Oh nein. Die kannst du gar nicht sagen. Nein, das weiß ich doch. Gut. Oh, das ist doch ein Witz. Jetzt hättest du einen richtig guten Yoshi gebraucht. Oh, Scheiße. Oh. Oh. Das macht mich fertig. Ich hab mir schon wieder Tabasco ins Auge geschmiert. Weil ich mich die ganze Zeit grämen muss.
Oh, ich dreh durch. Fickende Hölle. Jetzt mach on und bleib da. Ja, auf, meine ich. Entschuldigung. Nee, das war gut so. Das war das, was ich als also Tipp geben wollte. Dass du nicht da unten lang musst, wo es viel schwieriger ist. Oh, Kinder. Das ist noch so lange. Und das heißt way cool, ja. Ach, verstehst du das nicht, dass Schalke gut ist? Ich verstehe nix. Wir lassen das Thema jetzt mal. Ja, Gazprom. Ich sag nur, Mann, was hast du denn gegen Gazprom? Und ich habe noch ein viel besseres Gegenargument. Kevin Kurani. Ja, okay. Oh, ist der scheiße gewesen. Bleib da. Der ist nämlich scheiße. Ja, das scheiße. Stimmt. Aber jetzt so, wenn es... Also wenn es jetzt so um den Verein geht, da geht es ja nicht um solche Sachen. Doch, natürlich geht es um solche. Fankultur und hier oben? Ja. Und jetzt immer noch? Mhm. Es war Zeit, einmal den Weg zu wechseln. Oh nein. Du musst das mit springen, genau. Da oben wäre es interessant gewesen. Da wäre ich an eine gelbe Röhre gegangen. Ich wäre geblieben. Ich hab geändert. Nein, der schnell! Er springt! Dann stehen bleiben! Ah, scheiße. Scheiße. Du solltest öfter auf mich hören. Krass, weißt du immer noch die richtige Reihenfolge? Nein. Das meiste war eben auch nur geraten. Am nächsten bleiben. Ich glaube, es war immer bleiben. Einfach. Bleiben, bis der Arzt kommt. Das weißt du, wie bei erster Hilfe. Was? Bleib bis da. Im Straßenverkehr. Oh, guck mal. Ja, was ist so? Das ist doch nicht. Das kann nicht richtig sein. Das ist die falsche Richtung. Nicht im Straßenverkehr. Ja, doch, wenn da jemand fand, ja, genau. Guck mal, er geht ganz zurück. Ja, way cool. Ja, oben ist viel interessanter, du hast recht. Oh nein, auch noch so ein Penner. Oh. Die sehen auch so verrückt aus. Guck mal, wie die aussehen. Wie ein Muppet. Magst du die Muppets? Ja, sehr. Hast du den aktuellen Muppets-Film gesehen? Nein. Mit Marshall? Nein. Oder Jason Segel? Ja. Der ist ganz geil. Ja? Ja, was heißt ganz geil? Hätte besser sein können. Aber den kann man mal gucken. Aber nur auf Englisch. Drück! Noch nicht. Hörst du? Ja, nur auf Englisch. Eine tolle Szene. Ach, das habe ich eben schon überlebt. Es ist alles nicht meins. Da gibt es eine tolle Szene. Da wäre doch ein Cape auch ganz gut, weil man länger schweben kann. Es gibt eine Szene bei den Muppets. Ja. Und zwar zu dem Lied Man on Muppet. Da sieht sich dann... Oh nein, warum habe ich das gemacht? Nein, das war zu früh. Oh nein. Ich kann nicht gleichzeitig reden und spielen. Ist vorbei. Man on the Muppet. Man on Muppet. Man on Muppet. Wie ist denn das bloß? Ja, genau. Da sieht sich Marshall im Spiegel, also er singt das Lied und sieht sich selbst als Muppet, wie er als Muppet aussieht. Und sein Bruder ist auch eine Muppet-Figur und mag die Muppets und will die zusammentrommeln. Und bei Man on Muppet sieht sich halt Marshall als Muppet-Figur und die Muppet-Figur sieht sich als Mensch und wird dargestellt von Jim Parsons, der Sheldon Cooper ist. Sehr gut. Kannst du gleichzeitig spielen und zuhören? Vielleicht. Und dann sitzen die... Wieder der Fehler. Springen und dann... Oh, das hat auch so geklappt. Sitzen die voreinander am Piano. Oh Gott. Marshall und Sheldon Cooper. Beide im weißen Anzug. Mit ihren Muppet-Figuren neben sich. Ja, leider mag ich weder Marshall noch Sheldon Cooper besonders. Wieso magst du denn Marshall nicht? Marshall mag ich nur noch lieber als Sheldon Cooper. Oh Gott. Das wäre mit Yoshi so viel einfacher. Mit Flügel Yoshi! Du warst so gut. Du warst so gut. Du warst ziemlich gut bis dahin.
Ich habe nicht das Gefühl, dass ich das nochmal machen kann. Du musst jetzt ran. Wollen wir uns einfach mal ein Cape holen, ey. Scheiße. Dann müssen wir einfach Bowser töten. Bis man bei Bowser ist, ist bestimmt viel Scheiße am Start. Und es geht. In dem Spiel geht das. Da muss man durch, da kann man immer durch verschiedene Abzweigungen gehen. Und wenn man die richtige Türkombination weiß, die wir nicht wissen, geht es ganz einfach. Das war knapp. Das war sehr, sehr knapp. Ich habe einfach ein bisschen zu wenig gedrückt. Aber ihr könntet sich doch auch nicht nur so ducken, sondern flach hinlegen. Geht nicht. Wie eine Briefmarke. Soll ich Shigeru mal anrufen, wenn er den Patch veröffentlicht? Den Briefmarkenpatch. Den Briefmarkenpatch. Und sagt ihr vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Produkt. Das war, vielleicht möchten Sie einmal einen Blick auf unsere Paper Mario Reihe werfen. Dort können Sie alle Briefmarken. Jetzt versteht ihn zusammen. Genau. Und ich mag diese Stelle einfach auch nicht. Richtig gut. Ist der Paper Mario. Habe ich hier gedrückt oder nicht? Nein. Diesmal drücke ich nicht. Sonst habe ich immer gedrückt. Ich habe keinen Bock auf die Flügel. Ich will sie nicht mal sehen. Ich hatte gerade kurz gedacht, oh, vielleicht ist da ja ein Pilz drin. Ich bin einfach so vergesslich. Ey, diese verrückten Männer. Es geht weiter. Ey, das ist doch Seiken Mario. Oder wie der heißt. Kaizo. Kaizo. Und es... Nein. Ich wollte mich noch ein bisschen mehr in Sicherheit bringen. Das war zu viel Sicherheit. Zu viel Sicherheit ist unsicher. Ja.